ihr Landratten und herzlich willkommen zum heutigen Seemannsgarn bei King of Seas. Zusammen mit mir, dem Shining. Wenn euch das hier gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da, ihr Landratten. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Seemannsgarn. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu King of Seas. Ich weiß nicht, ob es schon alle mitbekommen haben, aber ich musste meinen ganzen Spielstand nochmal neu machen. Also, ich habe jetzt die letzten Wochen damit verbracht, meinen Spielstand wiederherzustellen, einigermaßen. Ich habe auch direkt schon die 50.000 Gold für das Schiff gekauft. Gesammelt für die Galeone. Ich zeige euch mal eben kurz mein Inventar. Das könnt ihr auf der rechten Seite ja sehen. Ich habe jetzt diese Kanonen, recht schwache Kugeln. Eine Fähigkeit namens Schüttel, damit kann ich Fähigkeiten unterbinden. Eine Möwenarmee, die meinen Schaden verringert. Den Feuerstrahl und ansonsten halt das Übliche. Ja. Also unser Ziel wäre jetzt... Einen Moment. Wie geht's denn? Das ist da ganz unten. Machen wir doch direkt hier die Aufgabe direkt nebenan. Ich glaube, ich brauche sogar 55.000 für die Galeone. Aber sollte ich eigentlich alles haben. So. Tut mir auf jeden Fall leid, dass jetzt so lange kein King of Seas kam, aber ich habe jetzt einen neuen PC und es hat irre lang gedauert, das wieder herzustellen. Ich muss auch noch hier bei Phönotopia den ganzen Spielstand wiederherstellen und das dauert noch mal eine Ecke länger. Muss ich denn da machen? Irgendein Ziel versenken. Handelsschiff. Wir nehmen die Mission, weil die Kommandanten von der Marine sind immer recht schlimm. Ach ja, und falls es keiner bemerkt hat, ich habe den Charakter ein bisschen nochmal überarbeitet. Also ich habe die Haare jetzt ein bisschen umgeändert. So, dich versenke ich. Ich bin immerhin ein Meisterpirat, der gleich versenkt wird. Ich habe einfach den großen Vorteil, dass ich schneller bin. So, die Möwenarmee und versenkt. War das das Ziel, das ich versenken sollte? Ich glaube nicht. Aber ich habe, glaube ich, gerade ein Level abgeholt. Und wieder irgendwelche Ware, die ich wahrscheinlich nicht gebrauchen kann. So, und auch hier mal kurz das Update. Ich habe natürlich die ganzen Fähigkeitspunkte wieder hier geholt, dass ich mehr Erfahrung kriege. Und ich habe mir diese Fähigkeit hier geholt, damit ich erstens weniger zahlen muss, zweitens mehr verkaufen kann und drittens auch mehr Geld dafür kriege. So, und jetzt überlege ich, was ich als nächstes hole. Ich glaube, ich hole mir Abklingzeit, damit die Kanonen schneller schießen können. So, wo ist mein Ziel denn eigentlich hin? Es soll hinter mir gammeln. Wenn es genau bei der Stadt gammelt, habe ich ein Problem. Komm, jetzt sammle das ein. Also ich will so oder so nach Igitz, denn ich brauche halt nur 5.000 noch. Weil ich denke, dass die Galeone 55.000 kostet. Ich will auch irgendwann mal so eine Stadt angreifen. Also ich will dann versuchen, so diese Türme da kaputt zu kriegen. Ich weiß, dass ich sie jetzt aber noch nicht schaffen würde. Da ist ein Wrack, das hole ich mir. Muss eh in die Richtung. Ich habe übrigens auch natürlich jeden Ort, wo ich einen Leuchtturm gesehen habe, direkt markieren lassen. Also damit wir so viele Infos wie möglich haben unterwegs. Ich habe mich aber hauptsächlich ums Geld gekümmert. Und dass wir halt auf demselben Stand sind. Ich habe nur die Geisterschiff-Mission nicht mehr. Die konnte ich leider nicht nochmal bekommen. Hey, wo willst du hin? Ich habe ein hübsches Geschenk für dich. Der Dreckige hatte diese Fähigkeit. Und da ist der Kraken, der mir mein Leben verhunzt. Zum Glück sind die Scheiße im Zielen.
So, wartet. Einmal will ich auf die Segel gehen. Damit die gleich nicht abhauen können. Scheibenbrot. Schon wieder diese ätzende Fähigkeit. Schauen wir mal, dass der keine Fähigkeiten mehr einsetzen kann. Oh, ich freue mich schon auf die Galeone. Da werde ich so viele Kanonen haben. So. Weil ich ihm die Segel zerschrottet habe, habe ich halt riesen Vorteile. Jawohl, Heldner vernichtet. Ich kriege jetzt allein schon für die Mission, glaube ich, genügend Geld. Aber ich will natürlich auch das Zeug einsammeln. 64 Tonnen Holz. So, das Einsammeln ist wahrscheinlich nur Geld. Ja. 52.000 haben wir. Wenn ich Zeug verkaufe, haben wir auf jeden Fall genügend. Es ist weit nach Egelsden, ne? Da hinten war eine Stadt. Ich lasse mich jetzt einfach von denen zerballern. So, ich habe mich jetzt einfach an den Turm gestellt und ihn abgeschossen. Weil wenn die einen treffen, ist man instant tot. So, wie gesagt, man verliert nichts. Anlegen und wenn ich jetzt Zeug verkaufe, sollte ich eigentlich genügend haben. Erstmal gucken, was kann man gut verkaufen. Rum kann man offenbar gut verkaufen. Rotrubine kann ich hier gut einkaufen. Einkaufen will ich erstmal aufschieben. Ich hole jetzt erstmal den ganzen Rum aus meinem Inventar. Das Holz behalte ich mal bei mir. Ich habe so viel Holz. Ich kann das ruhig mitverkaufen. So, und jetzt ist der Moment gekommen. Ich wusste es doch, 45.000. Wie gesperrt. Ich habe doch genügend Geld. Warum kann ich die Galeone nicht kaufen? Weil ich dann noch zu wenig Geld übrig hätte, oder wie? Ich verkaufe mal noch ein bisschen den Schrott, den ich habe. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was verkauft. Geht's jetzt? Nee, die Galeone kann ich noch nicht kaufen. Ich guck mal gleich unter die Fähigkeiten, ob man irgendeine Fähigkeit braucht für neue Schiffe. Ich hole auf jeden Fall jetzt noch ein paar Reparaturkits. Weil Leute, ich brauche es nicht versuchen. Ich krieg den nicht down. Den Kommandanten. Das ist auf jeden Fall eine gute Fähigkeit. So, wartet. Ich wollte Talente gucken. Jetzt gucke ich hier einmal drüber. Nee, hier steht nichts in der Hinsicht. Ich glaube, das muss ich wirklich von der Story her erst freischalten. Ja, bleibt uns keine andere Wahl, es ist mit dem zu versuchen. Wo ist der denn überhaupt? Ganz da hinten. Ich brauche einen Moment. Ich bin jetzt in der Nähe. Ich habe hier unten noch drei Teile eingesammelt von den Wetterstationen. Jetzt geht's dem Marinetypen an den Kragen. Ich konnte die B-Fähigkeit auch unterwegs austesten und kann nur sagen, die ist mega stark. Ach du Scheiße, hier ist ein Vulkan. Ich glaube, es ist auch mal an der Zeit, dass ich euch einfach mal einen Vulkan zeige. Guck! Das ist ein Vulkan in diesem Spiel, Leute. Wenn man einem in der Nähe ist, kann er einen auseinandernehmen. Ich fahre jetzt extra rechts rum. Nur damit ihr den Vulkan mal endlich sehen könnt. Wie gefährlich das Ding ist. So, ich muss einmal reparieren, weil ich bin irgendwo gegengefahren. So, hier sollte er sein. Da, da ist er. Zuallererst die Fähigkeit. Und dann den Schild. Ja, wir könnten es schaffen. Wir haben es geschafft. Wow, mit der neuen Fähigkeit ist das echt easy.
So, was mache ich jetzt hiermit? Ich soll die wieder komplett zurückbringen. Und noch meine Fahrt. Warte mal, wenn ich hier oben bin, rechts vor mir sollte irgendwo der Wetterturm sein. So, Leute, ich bin jetzt den ganzen Weg zurück. Das sind die offiziellen Befehle, die wir auf dem Schiff der Königlichen Marine gefunden haben. Es ist eine amtliche Verlautbarung des Gerichts der Meere selbst. Bald wird ein neuer König gekrönt. Der Kodex der Meere schreibt vor, dass das Königreich nicht zu lange ohne einen König sein kann. Die besagt außerdem, dass der zweite Erbe des Königs verschwunden ist und wegen Verrats an der Krone gesucht wird. Oh nein. Im Moment können wir nicht viel tun. Hoffen wir, dass der Erbfolger ein Versteck findet. In Sicherheit vor der Königlichen Marine. Oh, da ist Action. Er ist Offizier der Königlichen Marine. Was hat der denn für einen langen Titel? Kapitän, dringende Nachrichten. Ich bin sehr beschäftigt, also hoffentlich ist es etwas Wichtiges. Ein Speerschiff hat Luki gesichtet. Was? Ich habe das Schiff selbst versenkt. Wie ist das möglich? Und das ist noch nicht alles, Kapitän. Luki hatte das Kommando über ein Schiff unter Piratenflagge. Zuerst Hoferot und jetzt Paraterie. Schicke alle verfügbaren Männer los, um Luki umgehend zu finden. Ein Verräter der Krone wird mir entkommen. Ja, Kapitän. So, jetzt habe ich wahrscheinlich die Marine richtig am Hintern. Luki, dein nächster Zug ist der Ankauf eines brandneuen Schiffs. Ein echter Piratenkapitän hat für jede Gelegenheit ein passendes Schiff. Eine Flotte wird reichen. Sie ist nicht so flink wie die Schaluppe, aber groß genug, um all die nötigen Fracht aufzunehmen. Das Schiff steht beim Tischler in Eaglesden zum Verkauf. Aber vergiss nicht, dass die gesamte Ausrüstung auf dem anderen Schiff bleiben wird, wenn du auf ein neues wechselst. Somit sind deine Schiffe immer so ausgerüstet, wie du sie beim Tischler zurückgelassen hast. Und bereit für den Einsatz. Ja, dann würde ich diese Mega-Fähigkeit aber vorher gerne ablegen. Es wird aber keine einfache Mission. Für den Kauf neuer Schiffe braucht man richtig viel Gold. Ja, habe ich gesehen. Wie komme ich an so viel Gold ran? Auf Piratenart. Das Plündern anderer Schiffe ist immer eine hervorragende Art, eine Quellen zu haben. Ich weiß, dass da was anderes stand. Ich habe mich nur verlesen. Falls du eine friedlichere Art bevorzugst, kann der Handel mit Gütern auch viel Gold einbringen, vorausgesetzt du weißt, wie man die richtigen Angebote auswählt. Sogar wenn du in Kneipen herumlungerst, wirst du immer jemanden finden, für den du die Arbeit gegen Bares erledigen kannst. Es gibt sicher einen guten Lohn, und wer kann ihnen besser helfen als ein frischgebackener Piratenkapitän? Viel Glück, Luki. Ja, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst doch ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.